So, Tobi ist wieder back in der Legends of the Twilight Princess. Ja, mit einer ganz anderen Stimme. Dachte du, hä? Bin zu jung, hä? Nee, ist doch Tobi meine alte Opa-Stimme. Okay, nee, gut, okay, ist gut. Ja, ich begrüße euch wieder zu The Legend of the Twilight Princess. Okay, und den letzten Part haben wir hier beendet und wollten ja ihr weitermachen, ja. Erstmal haben wir den letzten Part sehr viel geschafft, Herzzeige und alles fast geschafft. Also, wow. Und hier im nächsten diesem Part werden wir noch weitere Gewichts, nicht wahr? Das weiteres machen. Wir sind jetzt hier oben in den Teil, wo wir letztes Mal nämlich nicht weiterkamen. Jetzt können wir da das Ding schieben. Und jetzt passiert etwas. Wir sehen nach unten. Aber ob uns das jetzt hilft, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben noch viel mehr Blöcke. Leute, was tue ich? Was kann ich tun? Helfet mir! Die Tübern soll etwas sein. Cool. Ich weiß es auch nicht. Es ist irgendwo hier runtergefallen. Achso, damit noch ein extra Dings. Okay, quasi müssen wir jetzt hier hochklettern. Oh, ist ja schön. Okay. Gut. Okay, da hätten wir das geklärt, aber jetzt, wie komme ich jetzt weiter? Toll. Ach, klar. So. Können wir die jetzt mal aus damit machen? Ja, wir gehen ja auch von Eis befreien. Müssen wir sogar. Gut. Dann werden wir das nächste Puzzle mal lösen hier. Wir müssen nämlich jetzt diesen Schalter betätigen hier. Was passiert? Nämlich diese Tür oben. Aber das ist so ein Eindruckschalter. Also ist der hält nicht ohne irgendwas. Ich nenne einfach mal Eindruckschalter. Ich weiß nicht, was ich jetzt betätige. Ja, pups nicht die ganze Zeit. Ich bin ein Schwein, Leute. Ich bin ein Schwein. So, jetzt hier. Nach da. Nein. ja. So. Das geht auch nicht. Wir müssen jetzt irgendwie auf den Mittelschalter kommen. Und wenn ich jetzt so weiter schiebe, dann passiert nichts. Also, schieben wir mal den hier. Ja, lass mich. Den mal schieben hier. Okay. Und wir lassen den mal hier drin, ne? Und schieben den anderen raus. So, damit wir immer noch diese Tür offen haben. Wir brauchen, glaube ich, damit nur bestimmt zwei, um die hier zu rücken. So. So schwer kann das doch nicht sein. So, und jetzt so. So. Na, geht immer noch nicht. Warte mal. Ah, doch, klar, Leute. Na, geht auch nur ganz kurz. Nur ganz kurz. Toll. Jetzt müssen wir den noch irgendwie betätigen. Ja, Leute. Dann. Ich habe ja eine Schokolade verschluckt. So. Überleg jetzt mal. Verdammt. Wir haben jetzt drei. So. Wenn ich den jetzt nach rechts schiebe. Dann nochmal nach rechts. So, dann haben wir den wieder hier. Ich will den jetzt so schieben. Müssen irgendwie in den Mittel abkommen. Frag mich aber nicht wie, Leute. Der fällt nur über den drüber. Ich möchte aber nicht nur über den drüber fahren, ich möchte den haben.
Hilfe Leute, wieder ein schwieriges Puzzlerätsel. Ich mag keine schwierigen Puzzlerätsel. Nein! Nein! Hm. Hier ist auch wieder nichts. Nee, nee. Alles awesome Kacke hier. Nehmen wir das. Oder das. Wir nehmen einfach mal das hier. Und zwar. Zack, den hier. Ich glaube, ich hab's. So. Nee, klappt immer noch nicht ganz. Ah. Aber wir sind schon fast an der Lösung dran. Jetzt müssen wir den Platz in die Mitte schieben. Aber ob ich den in die Mitte kriege? Nein, kriege ich mich ja auch gar nicht in die Mitte. Das ist das Problem. Ach Quatsch, halt. Doch, vielleicht doch, warte mal. Wir müssen den so. Und dann so. Dann so. Ne, das war jetzt fail. So, tut dem wieder runter weg. So. Obwohl das eigentlich bald hätte klappen können. Mist. Alles ist sau kompliziert, ey. Schwierige Heißbusenrätsel. Die finden nur mit dem weg. Das ist das Problem. Wenn ich die jetzt schiebe. Ich hasse solche Rätsel. Aber da, sowas besteht immer nur mal Zelter. Ja, halt, den müssen wir nochmal zurückschieben. Ich will gerade was schieben hier. Mal die andere Rüstung an, so wie es Mecha Elite Shooter mal gesagt hat mir. Gut, so. Jetzt? Was ist jetzt? Hier noch. Mal so. Das ist schön gut, aber dann muss man doch eh in der Mitte kriegen. Sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht. Ich muss mal dann drei gleich in eine Bande. Dann überlegt der Tobi mal von oben. So. Wie ist er? Ah. Wie es am besten zu wäre. Jetzt haben wir die drei hier. Springen wir darauf hin drauf. So. Ach halt, wir können das ja auch. Das Ganze mit schon mit Dings hören, oder? Genau, geht doch viel einfacher. So. So, dann jetzt den hier nach links. Na. So. Den dort lang. Block, den wir dorthin. Halt! Ich hab's, glaube ich. Also muss der erstmal wegschieben. Das ist nochmal. Aha. Ja, gut, okay, so wie das war. Hier nach dort schiebe. Und dann kann ich aber den nicht mehr nach dort schieben. Weil da entsteht ein Problem. Weil es muss ein Block dort bleiben. Ja, also es muss ein Block auf diesen Dings bleiben. Hm, was machen wir denn? Wir müssen den Schalter betätigen. Stehen aber jetzt hier schieben, oder mal?
Verstehst du? Das bringt mir wohl nicht sehr viel. Dann schieben die mal wieder zurück. Nehmen wir den jetzt so, so, ah. Zack, hochschieben. Und den. Nicht, Mensch, fehl. Schon haben wir zurückgeschrieben, so, zack. Schieben. Geschoben. Zurückgeschoben, Mensch, geschieben. So. Der muss jetzt genau nur noch so. Da drauf, ja. Das mache ich gerade. Das ist auch kompliziert. Wow. Ach nee, Leute, ja. Skyrim jetzt grüßen. Zack. Nee, das ist hier. So, meine Rolle ist so schlecht. Komm, ich stehe dorthin, aber das ist nicht das, was ich wollte. So, dann schieb mal den da hinten weg. So. Ja, toll. Haben wir auch sehr gut gemacht jetzt. Leute, ich finde das Puzzle so schwierig und rätselig. Vielleicht ist es ganz simpel. Mal einen weghauen hier. Den einen hier nach links. So, haben wir alle frei. Wenn ich den nach oben schiebe, schließlich aber nicht an den dran, ne? Geht knallhart vorbei. Das ist das Problem. Ah, der scheint auch schon nicht so gut. Ich muss den wieder anders rein. Jetzt müsste ich den, der müsste jetzt eigentlich hier bloß in der Mitte sein, ja Leute? So müsste der jetzt in der Mitte sein. Wie kriege ich den jetzt am besten in der Mitte? Entweder dort, entweder hier müsste der stehen, oder hier müsste er jetzt stehen. Ach, nee. Nie klappt sowas, was ich will. Doch, ich hab's, Leute. Nee, doch, ich hab's noch nicht. Nein, es geht nicht. Verdammt! Weil, wenn ich den Block jetzt schieben würde, krieg ich ja nie wieder in die Position, ne? Also. Aber, doch, wir können es mal probieren, aber ich weiß nicht, wie ich ihn wieder hinkriegen würde. Also, das ist. Ein Rätsel, wie ich ihn hingekriegt habe. Oh, nee, drin steht. Ach, lass ihn hinter dem Block, ist ja mal scheißegal. So. Den Block, der ist mir interessant. So. Den wieder zurück hier. Nein, oh Mensch. Jetzt müssen wir ohne das Ding an. Ach ey Leute, jetzt ist doch bald nicht mehr möglich hier. Nur um die neue Tür reinzukommen, also in die neue Tür reinzukommen, weil das ist ja awesome schwierig. Leute, wir haben schon 14 Minuten hier vergeigt. Ein Fehlpart, aber ja, Supporter. So. Gute Frage, Leute. Nächste Frage. Alter, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Hier haben wir auch nichts mehr. Da haben wir nichts mehr. Da nichts mehr.
gibt aber immer eine Lösung, Zelda, also. Der hier ist gerade so schlecht. Ach, Leute, da haben wir vielleicht was zu tun. Ah, ich kann uns gleich nochmal die Suppen auffüllen. Mit dem Schiss da oben rein, weil sonst kommt nicht weiter, wirklich nicht weiter. Ah, Leute, das ist vielleicht ein Spaß. So, jetzt haben wir erstmal. Ja, okay, haben wir schon. So. Haben wir die Luxussuppe erhalten? Ja, ja, dann bleiben wir schon. Ja, ist egal. Okay, öffnen. Ja, ja, gut, okay. So. Okay, das ist ja nicht mal so schlecht. Also, wir haben hier schon einiges, um zu erfüllen. Aber, Leute, ich komme immer noch nicht weiter. Also, wenn ihr wisst, wie es weitergeht, ich wäre euch sehr, sehr gelegen. Es ist wirklich sau schwierig, das jetzt. Nur weil die da nicht sich mal selber den holen können, einfach mal das Rätsel lösen kann. Und mir einfach mal den Schlüssel geben würde. Wie Frauen sind. Frauen. Nein, Spaß. Nee, Frauen sind fleißig. Aber wie gesagt. So. Jetzt haben wir hier. Alle drei Plöcke und die normalen Plöcke. So. Naja. Okay. Bitte. Nein! Ich werde meine Suppe gegessen! Leute, wir müssen hier vorkommen. Wir müssen dieses Ding hier betätigen. Aber das ist manchmal so eine Sache, ist da. Das ist alles. Ach, ja. Weißt du, was ich ausgedacht habe? Ich gehe in den Knall, in den Knall. So. Ach, nee, Leute. Und alle drei dort, wie ich sie nicht haben wollte. Also ich möchte alle drei so. Warte mal, Leute, ich muss jetzt mal überlegen. Zum Entstehen ist das doch schön. Ja. Nee. Leute, strecken. Ich weiß auch nicht, was ich tue, oder? Alter. Okay. So. Den müssen wir jetzt eigentlich bloß noch den müssen wir jetzt hier in der Mitte haben. Und der andere sollte jetzt hier sein. Also hier soll der eine sein und der da hinten, der Ecke jetzt hier, der, wo ich jetzt mit der Fee drauf zeige, der sollte jetzt hier in der Mitte stehen. Hier. Oder dort. Oder dort. So. Aber das tut er nicht. Obwohl, nee, Quatsch, der müsste hier stehen. So. Ja, die tut er aber nicht, also müssen wir das eben so regeln. Tja. So. Leute, ich weiß nicht, was ich tue. Ich bin krank. Ich kann nicht mehr. Nein, okay. Zack, schieben wir das Ding nochmal weiter hier. Okay.
Toll. Hat sich nicht verändert. Okay, also bringt das ja nichts. Wir können den bloß mal nach dort schieben. Ja, das wäre vielleicht schon eine bessere Idee. Okay. So, aber... jetzt kann ich den nur nach oben schieben. Und den nach oben. Dann kann ich den nach dort. Den nach... das bringt mir auch nichts ähnlich. Jetzt noch den hier vorstellen. So. Und den hier. Den hier nach oben. Also mich macht das alles jetzt hier zu schaffen. Das klappt so nicht, wie ich will. Warte mal, ich glaube, ich muss einfach mit den Eden hier was anstellen. So, mit dem hier muss ich das was anstellen. So, halt, nie zu schnell bewegen. So, jetzt haben wir den dort. Wenn ich den jetzt nach dort bewege, hätten wir den dann dort und jetzt müssen wir den hier bewegen. So, den dann nach dort. Und den nach dort. So, dann den nach. Geradeaus, ja? So, das ist endlich hier bleiben. Es ist zu spät. Obwohl es noch zu spät ist, noch nicht. Eines nach den hier. Jetzt machen wir den mal hier nach vorne geradeaus. Den beide. Den. Den. Jetzt machen wir noch einen, damit wir den wieder dort in der Mitte normal haben. So, dann den hier. Den hier. Leute, ich verklage hier an dem Spiel. Verdammt, Leute, das klappt und klappt nicht hier. So, und jetzt nach links den ganzen Scheiß. Und dann ist hier. Nach dann. Den nicht den bewegen. Den ja. So, warte mal, jetzt müssen wir überlegen. Jetzt haben wir nämlich das gleich so. Hier drin. Das heißt, wir können jetzt wieder dort lang. Gut, das hätten wir es mal geschafft. Langer, langer Zeit, aber nicht das, was ich wollte. So, dann wird das überlegen. Ja, wenn ich jetzt geradeaus, müssen da zwei in der Mitte sein. Heißt, ich muss die jetzt so machen. Und den dann so bewegen hier, dass die ab in der Mitte funktionieren. So. Wie soll das gehen? Gehen wir nur einmal geradeaus, also es blockt in einen anderen Block oder eben die Kante. Das wird... Mensch, das
wird ich den hier benehmen? So. So, und jetzt den werden wir dort schieben. Den nach dort. So, und den geradeaus durch. Um den dann dort zu blockieren und zu heilen. So, den auch hier lang. Sehr gut, was ich damit meine. Ich glaube, es müsste es klappen. Nein, es klappt eben nicht, Leute. Ach, ich weiß nicht, was ich machen muss. Es ist langsam scheiße zu spielen. So, jetzt müssen wir das hier noch schaffen. Ah! Ich habe nur noch einen in der Mitte. Das ist richtig. Das ist auch gut so. Ich muss wissen, jetzt haben wir die 3. Aber was muss ich hier wirklich schaffen? Das heißt, ich muss das. Muss den. Nee, ich muss einfach bloß den in der Mitte kriegen. Das heißt, ich muss den hier hinten haben. Am Eingangsschalter. Also da stehen Ecke da von der anderen Seite. Und den einen da muss ich in der. Und vor dem hier der jetzt hier steht. So, hier den. Der muss hier her. Der muss hier rein. Und der muss dann davor. Also, so, dass es dann so aussieht, dass das hier noch einer davor ist und einer hier hinten ist. So, wie geht das? Also, wenn ich das, wenn man den nach hinten schiebt, würde das nicht gehen. Das heißt, ich müsste noch einen anderen in die Ecke kriegen. Genau so, wenn ich den nach dort schiebe, dann dort schiebe, dann dort schiebe. Schiebe, selber passiert nichts. Wenn ich dann dort schiebe, nach dort schiebe, nach dort schiebe, passiert genauso wenig. Ich bin dann verzwickt, mir okay, den nach dort, dort und dort, sondern nicht. Den nach dort, passiert nur das. Es gibt hier keinen Ausweg mehr. Ich könnte vielleicht noch den hier nach dort schieben. Und dann nach dort. Nee, das ist das, was ich meine. Nee. Um aus dem Zigmund wieder rauszukommen, würde ich den nach dort schieben. Nach dort schieben. Und nach dort. Nach dort schieben. So. So, die ist weiter gerade nach aus. Nach geradeaus. Wow. Geradeaus und. Was passiert dann? Haben alle drei in ein. Das ist das nicht, was ich wollte. Oh, Leute, ich weiß es nicht mehr. Hilfe, Leute, Hilfe. Ich kenne die jetzt nur noch. Was du Scheißrätsel, ey. So. Weg mit dir, ich weiß auch nicht mehr, wie ich machen soll, ey. Der eine muss aber in der Mitte bleiben. Weil es unser Standpunkt ist. So, jetzt muss ich den einen hier nach dort verschieben. Okay. Und den einen nach dort. Und wisst ihr was, Leute? Ich weiß das Rätsellösung einfach nicht. Ich sag's euch dann im nächsten Part. Und ja, bis dahin sag ich nochmal ciao und
Ja, vielen Dank, dass du mit. Aua. Scheiß Headset, ey. So. Vielen Dank, dass ihr mit eingeschaltet habt und bis dann. Tschüss.